Deutschland kann es auf Dauer nicht gut gehen, wenn es Europa schlecht geht. Und deshalb ist jetzt das wichtigste Anliegen der Bundesregierung, dass auch Europa stärker aus der Krise hervorgeht, als es in sie hineingekommen ist. Europa muss eine Stabilitätsunion werden. Die Probleme, mit denen wir es zu tun haben, die haben ihren Ursprung zum Teil weit vor Ausbruch der aktuellen Krise. Dieses wurde jedoch interessanterweise sowohl von den Märkten, aber eben leider auch von der Politik viel zu lange ignoriert. Und ich glaube, wir sind uns einig, dies ist die größte Belastungsprobe der Wirtschafts- und Währungsunion, die es gegeben hat. Und es bedarf auch einmal der Erwähnung hier, dass den Menschen in Griechenland viel abverlangt wird. Sie verdienen unseren Respekt und sie verdienen vor allen Dingen eine tragfähige Zukunftsperspektive. Wir wollen, dass Griechenland schnell auf die Beine kommt und werden in allen Bereichen das tun, was uns möglich ist, im Sinne der deutsch-griechischen Partnerschaft. Die EFSF hat jetzt eine effektive Kapazität von 440 Milliarden Euro. Das haben wir hier beschlossen. Deutschland übernimmt dabei Garantien von 211 Milliarden Euro. Dabei bleibt es, alle Modelle, die eine Beteiligung der Europäischen Zentralbank voraussetzen, sind vom Tisch und heute nicht Gegenstand der Beratung. Wer immer möchte, dass private Gläubiger sich an der Schuldentragfähigkeit Griechenlands beteiligen, der muss Sorge dafür tragen, dass eine Abschirmung und einen Schutz für gegenüber Ansteckungsgefahren, dass der mit beschlossen wird. Alles andere ist grob unverantwortlich. Die Bundesregierung will, dass die Wirtschafts- und Währungsunion zu einer Stabilitätsunion wird. Deshalb müssen wir neben der Bewältigung der akuten Krise natürlich auch Vorsorge für die Zukunft treffen, und zwar durch mehr gemeinsame Verantwortung der Euro-Mitgliedstaaten.